Ja, weil die Felty Caitlyn spammen. Ja, mach ich ja. Funktioniert nicht. Wenn es 20 Games Lethality Caitlyn gespammt, 50% Winrate. Weil die Games, wie gesagt, das ist ja das Ding mit Lethality Caitlyn. Das ist ja genau das, was ich meine. Also die Games, in denen mein Team stable ist, die gewinne ich halt. Und die Games, in meinem Team behind ist, die verliere ich halt. ACs machen ordentlich Damage. Ja, mir geht's ja auch nicht darum, Damage zu machen. Mir geht's darum, zu hypercarryen. Das kannst du halt nicht. Aber vielleicht bin ich auch einfach auch zu schlecht auf Caitlyn, um die Games zu carryen. Kann ja auch sein. Muss man ja auch einfach mal ganz reflektiert so ehrlich zugeben. Hätte ich das Game zum Beispiel Lethal Tempo gespielt, vielleicht hätte ich es carryen können. Das war sexy. Das war sehr sexy. Wir sollten hier nicht Base gehen. Ich rieche Geld. Pass bitte auf. Another day, another goal time. Don't worry. Ah, ich hab vielleicht ein bisschen zu doll angepusht. Ich steht. Steht okay. Ja, die wird zu denen pushen. Die Caster müssen überleben. Außer der Kaiser knallt jetzt hier in Q rein. Natürlich knallt sie hier in Q rein, warum auch nicht? Dankeschön. Botlane rotiert komplett auf Mitte. Wild. Ist sie extrem broken, was Damage Output angeht? Ja.
Die Kaiser hat aber auch schon wieder am Rad gedreht. Was ist mit ihr? Oh, der Autotech kam nicht durch. Er hofft, dass der Pike hier noch ein bisschen was macht. Oh nein! Doppelter Beinbruch. Der Flash war unfair von der Lydia. Kaiser guckt Stream und will Geld. Ich glaube auch. Oh, die Mittelwelt steht juicy. Oh nein. Shut down. I'll make this look easy. Weil die Kaiser sich Bot zeigt, glaube ich Bot. Wir nehmen hier den Farm mit. Team wir Harold machen. So eine Slowpush mal hier. Da kann es in Mitte. Es wird auch eine AP-Kaiser, also MR wird hier sehr wertvoll später. Und die ist jetzt Level 6, das heißt, ab jetzt ist egal, dass ich 3-1 stehe. Macht gerade Top-Play. Good job. Verdienen jetzt natürlich Drake dafür. Oder? Können wir den noch spielen? Ich glaube nicht, ehrlich gesagt. Wir sollten lieber Harold Play vorbereiten. Das pushen wir hier, dann können wir uns auf die Map bewegen. Wir sind auch sehr kurz vor Triforce. Woo! Let's go, baby! 3 Punkte! Space gegangen.
Ready, Eddie, dann uns ab. Lol. Ich will die Base, guys. Ich hab Triforce. Base, 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 base. Die hat Stormraiser gekauft, die Kaiser. Wo hat die so viel Gold, dass ich schon Stormraiser fertig habe? Ich habe 2 Kills und 20 Farben mehr und 3 Plates. Die hat trotzdem Stormraiser ready. Irgendwie fühlt sich immer so an, als ob alle Kaiser-Spieler Moneyhack haben. Die sind bestimmt bei N26, ja. Ah, ah, ah. Graves sieht so disgusting aus, muss ich echt sagen. Graves sieht crazy stark aus aktuell wieder, ja. Sollten jetzt weiter für Bot Tower spielen. Die Kaiser moved immer die ganze Zeit Mitte. Graves, wir haben aber gesehen, dass Rakan und Dingens gleich kommen. Bitte einfach chillen. Kata hat kein TP. Ah, die hat Nash aus die Kata, also die kann mich one-shotten, wenn die jetzt hier Bot geht. Digga, was soll das? Hallo Katarina. Wir gehen jetzt hier Mitte. Oder wir gehen Base. Wir halten einfach Botwave. Kann die Katar mich mit Full Life diven, ist die Frage. Eigentlich nicht. Aber es ist Katarina. Ich will jetzt eigentlich echt gerne. Wobei der Brand kann auch Mitte stayen, das ist eigentlich fein. Ich dachte, vielleicht kann ich sie canceln. Jetzt habe ich stattdessen die ganze Wave verloren. Meint ihr, Katarina ist noch hier? Ich glaube einfach mal, dass sie nicht mehr hier ist. Katar ist Mitte. Fast überlebt, Alter. Aber nur fast. Den kannst du auch solo, da ist niemand, der dir den Herald nehmen kann. Ich nehme einfach Mitte Tower. Schöne 10 CS pro Minute auf Ezreal, das schmeckt.
Besser tot als dumm. Weiß ich nicht, ob das stimmt. Was macht er? Uiuiui. Wir sollten jetzt Toplane komplett ignorieren und für Bot spielen. Ich weiß nicht, ob du da sterben musst, Bruder. Na gut, war ein Happy Ending. Aber ich bin ehrlich mit euch, also ich merke richtig den Unterschied, wie viel angenehmer ist es, Ezreal zu spielen, als andere Champions. Einfach nur, weil du einfach nicht so darauf angewiesen bist, dass alle um dich herum ihren Job machen, weißt du? Ich mach halt einfach so mein Ding. Wenn ich eine Midlane Wave pushen möchte, obwohl da keiner von meinem Team mitmacht, dann ist das okay. Wenn ich mit Ashe eine Midlane Wave pushen möchte und mein Team macht nicht mit, dann muss ich sagen, na gut, schade, dann pushe ich die Midlane Wave halt nicht. Sehen wir noch eine Cutter? Okay, WP, krass. Ich bin ja rich. Wie weit müssen wir jetzt hier laufen, um nicht zu sterben? Ich glaube, hier ist okay. Nee? Ist die gierig, die Kaiser? Ist die gierig? Ich glaube, ich kann das Wormy tun, aber ich will es nicht riskieren. Also, ich habe so viel Gold, ich muss Base eigentlich. Ich habe immer noch 3k Gold.
Dann machen wir Nash und gehen jetzt Space. Bitte lasst mich Space. Liegt viel am E. Ja, ja, natürlich. Liegt komplett am E. Oh mein Gott. Das habe ich ja komplett geintet. Ist einfach stehen geblieben. Ich habe nicht gedacht, dass der Akshan halt so stehen bleibt. Das war irgendwie sehr awkward. Ich glaube, ein bisschen MR ist gar nicht verkehrt jetzt. Oh, die kriegen halt so viel. Das machen die nicht schlecht mit dem mit den Crossmaps, die Gegner. Wir sollten Exit Drake spielen und jetzt noch weiter pushen. Ult doch. Ja, du hast Ult. Die Ult lange gehalten. Ah! Jetzt hat er den Red Buff genommen. Ich kann nicht mehr. Wie machen wir das jetzt? Ich hab verloren, Drake. I unearth the secrets of the past and sell them to the highest bidder. That makes me a criminal. Sehr schön. Wie denke ich mir? Ich habe fast 3k Leben, Alter. Aber den Cleanse hätte ich auch gar nicht machen müssen. Ich wurde ECC danach.
Die wird hier reinflashen, die Lilia. Muss sie. Macht sie nicht? Okay, dann haben wir gewonnen. Na gut. Easy. Ich hatte sie keinen Flash. Das kann natürlich auch sein. Ah, so, da ist die Nummer 4, meine Freunde. Da ist sie doch. Da ist der vierte Win. Nochmal 26 € auf den Nacken. Na, falls ihr es noch nicht getan habt, Guys, Ausrufezeichen N26.